Seid gegrüßt zu einer neuen Folge des Kfz-VG. Ihr seht richtig, wir befinden uns nicht bei World of Tanks, sondern seit einiger Zeit haben einige von uns auf War Thunder umgestellt, weil die momentane Spielsituation und das Allgemeine in World of Tanks ein bisschen zecht. So, wir haben Polen. Ich verbinde gerade. Hier gibt es auch weiterhin Replays, einfach um die Spieleinstellungen nicht zu gefährden, beziehungsweise um dieses Ruckeln zu vermeiden. Noch passiert nichts. So, Bases sind da. Ich bin, wie man sehen kann, auf dem Jagdpanzer 38T unterwegs, dem Hetzer. Da gibt es ein paar Videos von heute. Das ist eins von denen, wie es in der Regel abläuft. Versuche die Replays so wiederzugeben, wie sie gespielt worden sind. Ich habe hier Spieleransicht aktiviert. Wir haben Polen, wir sollen drei Gebiete einnehmen. So, dann schauen wir mal. Ich wollte mich in dieses kleine Waldstück da vorne rein orientieren. Es sind realistische Panzerschlachten, die hier aktiviert sind. Also nicht das Arcade-Battling wie in World of Tank, sondern hier kann jede Granate tödlich sein. Immer wieder aus Fernglas, um zu gucken, ob da irgendwo einer ist. Ich kann aber keinen sehen. Definitiv kommt gleich noch ein Video mit dem Panzer 4, Ausführung C. Noch zwei Hetzer-Videos und dann muss ich gucken, was ich noch an der Seite gelegt habe. Ich dachte, das ist grafisch finde ich dieses Spiel unheimlich klasse. Auch von der Aufmachung her. Schade oder schlimm finde ich. Ah, da kriege ich die erste Schelle. Es ist sehr interessant, dass mir hier in der Wiederholung die Gegnerfahrzeuge angezeigt werden, was sonst im Play nicht ist. Weil diesen T-34-85 habe ich sonst nicht auf der Karte. So, Fahrzeug repariert. Ich sehe nichts, ist ein Busch im Weg. Das ist das Einzige, was mich stört, dass wenn ich in die Richtschützenansicht gehe, die Richtschützenansicht zu tief ist, weil eigentlich oben, was wir die ganze Zeit auf dem Dach sehen, was sich da mitbewegt, wenn ich die Kanone schwenke, das ist die Richtschützenansicht. Ich bin dies also oben und nicht unten. Und der Kommandant ist falsch angeordnet im Hetzer. Der Kommandant sitzt hier hinten links hinter dem Ladeschützen. Und der Ladeschütze sitzt hinter dem Fahrer. Das ist soweit korrekt. Nur halt der Kommandant sitzt eigentlich hinten rechts. Wir sehen nämlich, wenn wir einmal hinten drauf gucken, rechts nach hinten raus einen kleinen Winkelspiegel. Das ist, damit der Kommandant auch nach hinten gucken kann. Und wenn er links sitzt, funktioniert das irgendwie nicht ganz. So. Da links, da steht er. Da habe ich ihn jetzt auch mal gesehen. Und da ist er rausgenommen worden.
Interessant. Wie gesagt, im Spiel selbst werden mir die Namen und Fahrzeuge der Gegner hier nicht angezeigt. Das ist halt das realistische System. Wieso es jetzt hier im Replay angezeigt wird, weiß ich nicht. Ja, ein Schuss abgegeben, bisher nichts erreicht. Mein Team versucht, Punkt B zu attackieren. Habe ich geschlafen, hinten rechts hat es irgendwo geknallt. Ich habe es nicht gesehen. Fliegerangriff. Da vorne wäre ein T-34-85 gewesen. Er feuert auch. Da ist er. Nicht getroffen. Immer noch nicht getroffen. Nein. Da ist aber auch schon zerstört worden. Explodiert. Ui. Da hat es den neben mir gerade zerfetzt. Da fährt ein Flak. Kann ich so von meiner Position aus nicht sehen. Da ist er versteckt. Wie gesagt, ich suche ihn die ganze Zeit. Diese Namen, die hier eingeblendet werden im Replay oder in der Wiederholung, sind im Spiel nicht vorhanden. Das heißt, ich muss mein Ziel komplett selber suchen. Vermute in der völlig falschen Richtung. Da fährt er lang. Habe ich wieder im verkehrten Moment weggeguckt. Bisschen rausorientieren. Ich dachte, das ist sehr schwer mit der Zielfindung hier. Da haben wir alle momentan dran zu knabbern. Die Games an sich sind aber ruhiger. Nein, nix, nix, nix. Bisher sieht es gut aus für mein Team, aber ich mache hier eigentlich gar nichts. Ich mache hier nur Blödsinn. Ah, da ist ein Schuss gefallen. Da ist also irgendwo was. Ich muss sagen, hier in dem Gefecht habe ich die Spielpraxis eines Lauerjägers überhaupt nicht beachtet. Ich wage mich viel zu weit vor mit dem Hetzer. Ich habe keinen Turm, ich habe gar nichts. Der ist auch nicht so schnell wie in WoT, weil hier der korrekte 160 PS Motor verbaut ist. So, da hinten ist eine SU-152. Wie gesagt, die habe ich im Spiel auch nicht ausgemacht. Dabei gucke ich die ganze Zeit in die Richtung, ob sich was bewegt.
Wie ihr sehen könnt, wäre der Name nicht darüber, würde ich gar nicht wissen, dass da was ist. Ah, ist hier die Kiste verdreckt. Feldstecher raus. Nichts zu sehen. Wir verlieren gerade Punkt A. Was ich jetzt hier mache, ist dieses allseits gehasste Basecamping. Aber dass ich meine Gegner bisher oder dass sich die Gegner bisher nicht davor scheuen, diesen Blödsinn zu unterlassen, sehe ich das auch nicht ein, warum ich das tun sollte. Flieger da oben. Offenes Feld, ganz böse Sache für einen Hetzer. Da oben ist ein Flieger. Hat er mich gesehen? Wahrscheinlich. So. Wir attackieren Punkt C. Wie man sehen kann, habe ich in dem Spiel bisher nichts gerissen. Das ist auch eine ganz blöde Aktion übers freie Feld ohne Turm. Der Hetzer, wie gesagt, ist hier nicht so schnell wie in WoT. Er dreht auch nicht so schnell. Da ist ein KV-1. Zielen. Der Schuss ging daneben. Windmühle. Na nur, er bleibt stehen. Doch nicht. Wieder daneben geschossen. So, er hat registriert, dass er beschossen wird. Wieder daneben geschossen. Ja, das ist jetzt Mist. Er versteckt sich hinter der Windmühle. Kommt nicht mehr raus. Ich stehe jetzt hier mitten im Spawn-Gebiet des Gegners auf freiem Feld. Ja, da ist er explodiert, warum auch immer. Ich habe eine Abschusshilfe geleistet. Ich weiß zwar nicht, was ich getan habe, aber das sehen wir hier unten. Ja, das ist bisher hier ein Satz mit X. Wir haben alle drei Bases mittlerweile erobert. Vorne brennt. So. Es kommt schon wieder Polen. Ich habe die Karte relativ häufig. Dabei finde ich die überhaupt nicht so schick. Ja, jetzt ein günstigeres Gefecht auf dem Jagdpanzer 38T.
Und zwar habe ich ab hier beschlossen, die Spielweise mit dem zu verändern. Wir sehen hier auf der Minikarte, ich werde mich in diesem Bereich aufhalten. Es geht darum, unsere Basis zu verteidigen und genau dieses habe ich jetzt auch vor. Keine Kuriositäten oder Exkursionen mehr nach vorne, das ist nicht mein Job. Der Hetzer ist ein Verteidigungspanzer, also den Gegner kommen lassen. Momentan stehe ich noch in der Schwebe, wie man gesehen hat. Los geht's. Leider verkehrten Startpunkt gewählt. Also rüber. Ja, momentan stockt es ein bisschen. Das ist immer, wenn andere Spieler reinkommen. Da bricht sich das Spiel ordentlich ein ab. So. Auf geht's. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja die Tarnung auf dem Hetzer drauf. Ich habe die jetzt mal wesentlich gammeliger gemacht, also das Erscheinungsbild des Hetzers, weil mir aufgefallen ist, ein doch werksneuer, frischer Tarnanstrich auffälliger ist, als wenn die Kiste schon ordentlich ramponiert ist. Erst ist hier noch ein bisschen Zielfindung angesagt, Positionsfindung eher. Wolltest du zuerst hier oben in dem Waldstück probieren? Ja, dann schauen wir mal. Nein, nichts zu sehen. Sagt, Performance und der ganze Kram, der ist mir eigentlich egal. Mein einziges Ziel in diesem Spiel ist zumindest auf den Fahrzeugen mehr Abschüsse zu haben, als ich selber abgeschossen werde. Und da habe ich ganz lange oder mit dem Hetzer vor allem viel zu kämpfen gehabt. Zumal ich gestern ein Gespräch mit dem Everon 78 hatte, der mir gesagt hat, dass ich meine Erwartungen für ein neues Spiel viel zu hoch stelle. Meine Erwartungen vor allem an mich. Und wie gesagt, der Hetzer zählt hier zum High-Tier-Bereich. Die anderen fahren alle bisher im Low-Tier-Bereich. Und sind dort mittlerweile viel erfolgreicher, weil sie sich viel mehr auf das Spiel einstellen. Fehler, was ich halt gemacht habe, ist, ich wollte unbedingt den Hetzer haben, den habe ich ja jetzt auch. Ich wollte den unbedingt fahren, aber dafür fehlt mir das Können im Spiel. Die Mechanik ist noch nicht so toll. Zumal das Ausmachen der Gegner und allem halt viel schwerer ist. Oh, hier ist noch nichts zu sehen. Nö. Büsche sind schön, geben Deckung, aber ich sehe dadurch auch schlechter. Und dann habe ich hier vorne dieses Plateau entdeckt mit den Steinen. Das wird wahrscheinlich für viele ein bekannter Hund sein oder irgendwas. Aber ich habe hier Steine, die annähernd so hoch sind wie der Hetzer. Das heißt, ich gebe nicht sofort immer meine ganzen Seiten preis und kann mich hier ein bisschen zurückziehen. Vorne fährt ein M6 A1. Also dachte, den hatte ich bis dato nicht gesehen. Bin ja Busch im Weg. So, da sehe ich nichts. Da sehe ich auch nichts. Mit dem Feldstecher gucken. Ufer abscannen drüben. Nein. Auch nichts. Da wird gefeuert. Da feuert ein Flakpanzer von uns. Wo feuert der hin? Da.
Komme ich von meiner Position so aber nicht dran. Ich muss ein bisschen rum. Da ist er. Ein M18, eine Hellcat. Er hat zu hoch geschossen. Schade, dass mir jetzt hier die Treffer nicht angezeigt werden. Okay, die Hellcat richtet sich auf mich aus. Schießt mit dem MG auf mich. Das interessiert mich jetzt aber nicht so sehr. Es ist schade, dass bei dem Headset das MG noch nicht freigeschaltet ist. Beziehungsweise nicht aktiv ist. So. M18 zerstört. Geguckt, geguckt. Wie gesagt, diese Namen, die jetzt hier in dem Replay zu sehen sind, die sind im realen Spiel oder im Spiel selbst nicht zu sehen. Die sind jetzt hier wohl nur wieder im Replay eingefügt, dass man leichter erkennen kann, auf was man hier wirkt. Hier hat's geknallt. Hälfte des Spiels haben wir erreicht. Wie gesagt, hier pingen auch die Gegner nicht auf. Also wenn irgendwo einer einen Gegner sieht, das wird den anderen nicht mitgeteilt oder ist den anderen schwer mitzuteilen. Wir sehen zwar ab und zu auf der Karte da rote Kreise blinken, wir wissen aber nicht, was, wer und wie. So, da, den habe ich auch gesehen, da fährt ein gegnerischer Jagdpanzer. Aber die Felsen sind im Weg, ich kann nicht auf den wirken, da ist er. Er dreht mir jetzt aber die Seite zu. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Nein, scheinbar nicht. Also versuchen wir uns mal hier hochzuschleichen, um den einen zu verbraten. Ja, jetzt genau in dem Moment bewegt er sich. Ich will von ihm nicht gesehen werden. Er steht günstig zu mir. Ja, das hat aber nicht viel gebracht. Und das kann ich jetzt ganz schnell vergessen. Ja, da hat er mich getroffen, aber zum Glück war das kein sehr schwerer Treffer. Ja, da kommt auch schon der nächste in unseren Cap rein. Mist. Das ist der Felsenzug, ich kann nicht drauf wirken. Es ist auch noch ein KV-2. Jetzt muss ich aufpassen, der eine weiß, wo ich bin, der KV-2 nicht. KV-2 hinten in den Turm rein. KV-2 erlegt. Da fährt noch ein T-34-85. Den habe ich aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Oder? Doch, den hatte ich gesehen. Stucken höher. Wie gesagt, der andere Jagdpanzer ist auch noch hier. T-34-85 eine verpasst, wieder zurückgefahren. Gucken. Mist, der Jagdpanzer ist weg. Der wird dann irgendwann in meinem Rücken auftauchen. Das ist jetzt ganz mies. Ah, da kommt noch einer raus. T-34-85, da steht er. Guckt in die andere Richtung. T-34-85 zerstört. Zumindest getroffen. Kanone ist nachgeladen. Wie gesagt, wo ist der andere hin? Dass hier die Postmortem-Cam nicht aktiv ist, wie man den Gegner rausschießt, finde ich jetzt auch schade, aber gut, ist halt so. Mal gucken, wo dieser blöde Jagdpanzer abgeblieben ist. Da ist er nicht. Da ist gerade was explodiert.
Ja, wo ist der hin? Am Umgucken. Da habe ich ihn gesehen. Er hat mich aber noch nicht gesehen. Jetzt eins der großen Probleme des Hetzers. Die Wendegeschwindigkeit hier. Da ist er. Ich muss stehen bleiben. Er kommt, er kommt. Steht seitlich zu mir. Ja, habe ich ihm einen gegeben. SU-152 ist es übrigens. Noch einen verpasst. Da kommt er raus. Ja, mit der Front zu mir. Ich lade nach. Keine Chance. Jetzt hat er mich auch gesehen. Ein Schuss und weg bin ich. Da sehen wir jetzt auch untere Wanne. Haben dieses riesige Kaliber gesehen. Da habe ich keine Chance. Er positioniert sich jetzt hier. Aber ich durfte noch mal rein. Warum ich jetzt mit dem Metzger noch mal rein bin? Ganz einfach. Weil ich den so sehr mag, habe ich mir auch die Gutscheine für den geholt. So. Und wenn ich Glück habe, ist der da nicht weggefahren. Ich sehe ihn auch noch da oben. Beziehungsweise, ich kann jetzt seinen Namen lesen. Da habe ich ihn gesehen. Jetzt machen wir Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich umfahre ihn. Unser Po oder unsere Base wird wieder gekappt. Da kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern. Ah, auf mich wird geschossen. Er richtet sich aus. Fahrerluke. Ich habe ihn zerstört. Da ist noch ein Jagdpanzer und eine Flak. Der Jagdpanzer da hinten. Ich werde beschossen. Der Jagdpanzer da zieht sich zurück. Nee, doch nicht. Aber ich glaube, ich komme durch den nicht durch oder irgendwas war. Er richtet sich auch nicht nach mir aus. Die Flak beschießt mich. Flak rausgenommen. Ist aber noch eine Flak, die auf mich schießt. Da haben wir ihn. Noch einen Treffer verpasst. Er feuert weiter auf mich. Flak zerstört. Nochmal einen nachgegeben. Ja, wir haben das Spiel aber verloren. So. Ich lasse das jetzt mal hier laufen. Ja, Auswertung war halt gewesen 2036 Erfahrungspunkte, 6 Abschüsse, einmal gestorben und jetzt kommt noch Karelien. Vorteil ist hier, dass ich die Aufnahmen durchlaufen lassen kann, habe ich gerade festgestellt. Bei WoT geht das ja auch wieder nicht. Karelien. Ich habe die Startbasis gewählt und orientiere mich hier an der Zweier-Einser-Linie lang. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass ich glaube, von diesem oder diesem Punkt aus, muss ich gleich mal genau achten, auf jeden Fall in diesem Bereich, auf Punkt C und Punkt A wirken kann mit dem Hetzer und relativ, in Anführungsstrichen, relativ gut gedeckt bin. Players Cam. Da fliegt er wieder am Start. Ja, wie gesagt, dieses Ruckeln, das ist immer, wenn das Gefecht losgeht, da haben wir auch einen fliegenden Panzer gesehen. Und zwar, wenn die Spieler.
Okay, da hat der Player einmal kurz den Geist aufgegeben, also machen wir dieses Gefecht hier nochmal. Karelian, Jagdpanzer 38T, das war mein erfolgreichstes bisher. Ich möchte mich darüber auch nicht beschweren. Ja. Wie gesagt, die Karten sind mir noch ziemlich unbekannt. Wir haben drei Punkte, die verteidigt werden müssen. Ich habe erst gedacht, wieder hier zurückhalten an der Base, aber das bringt nicht viel, wie der Spieler gespielt hat. Dann Richtung Punkt C orientieren und dann habe ich hier was Feines entdeckt, was mir sehr schön zugesagt hat. Wie gesagt, ich kämpfe jetzt erst hier ein bisschen rum. Wie gesagt, schön viel Deckung und allem. Da hinten fährt ein T3485, aber wie gesagt, die Beschriftung und so existiert im Spiel selber nicht. Ich finde es aber schön, dass man es hier anzeigt in den Replays, damit man sieht, wo man was übersehen hat oder auf was man gefeuert hat genau. Ich kriege von meiner Position aus keine Ziele, ich kann nichts wahrnehmen. Bewege mich hier ziemlich stümperhaft. Und kann von hier nichts machen. Genau hier wurde jetzt, das ist eine Hellcat. Wo die steht, werde ich mich nachher hinbewegen, weil die Position ist echt super. Ich bin von der rechten Flanke, also hier aus dem Bereich, geschützt. Das ist eine kleine Anhöhe, das ist ein Plateau. Ich kann auf Punkt B, ich kann auf Punkt A und ich kann auf Punkt C wirken. Und das ist eine Position, die ich mir tunlichst merken will. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt durch. Gesagt, keine Ziele bisher, keine günstige Position gefunden. Überall stehe ich sehr weit offen, kriege aber nichts vor die Flinte. Ja, sehe nichts. Ja, muss mich hier abquälen. Da oben ist die Hellcat. Was die feuert, kann ich bisher nicht sehen. Dachte, ich kriege hier gar nichts rein. Halt alles keine guten Positionen, vor allem ich stehe immer sehr offen, vor allem sehr offensichtlich, überwiegend freies Feld. So. Mal dahin bewegen, wo die Hellcat steht. Bisher sieht es nicht gut aus für uns. Gegnerteam erobert den zweiten Punkt.
Ja, diese Behäbigkeit des Hetzers ist ein bisschen. Aber so ist es ist halt realistischer als bei WOT mit dem 220 PS Motor. Der gute Gruber spielt den ja bei WOT mit dem 120 PS Motor. Da ist er völlig untermotorisiert. Noch sehe ich nichts, noch mache ich auch nichts in diesem Spiel. Gefecht läuft schon 5,5 Minuten. Ich habe bisher nichts vor die Flinte bekommen. Ich sehe und höre die ganze Zeit Schüsse, kann sie aber nicht zuordnen. Ich dachte, den T34, der da hinten steht, den lasse ich jetzt erstmal außer Acht, weil ich den nämlich nicht gesehen habe. Nix, da wird unser Punkt angegriffen. Den T3485 habe ich gesehen. Da steht er, ist aber das Gebüsch ein bisschen im Weg. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Da kommt noch ein zweiter hinzu. Der steht wesentlich besser, vor allem besser zu treffen. Da habe ich sein Munitionslager zerstört. Der andere ist hinter dem Bunker gefahren. T3485 ist immer noch da. T3457 kommt hinzu. Ja, es war zu tief. Schade, dass hier die Trefferauswirkungen einfach nicht angezeigt werden, außer wenn man selber abgeschossen wird. Ja, da steht er auch sehr günstig. Ich kann zwischen diese beiden Felsen da schießen. Ja, ein noch. Da habe ich ihn zerstört. Da rechts explodiert was. Die Gegner attackieren die Basis, oder Punkt B. Das ist ein T34, den sehe ich aber nicht wirklich. Ah, KV-2. KV-2 habe ich tatsächlich übersehen. Nein, jetzt nicht. Jetzt muss ich ihn gesehen haben. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Er richtet sich aus. Das war auch das Munitionslager. Da kommt ein T3485. T3485 muss ich immer gucken, dass ich da irgendwie diese Fahrerluke erwische. Oder untere Wanne. Ah, es hat nicht gesessen. Er weiß aber nicht, wo es hergekommen ist. Da die Luke. Munitionslager. Was mit dem. Ah, da oben. Der da lang gefahren ist, auf den hätte ich auch wirken können, auf dem KV-2 da, den habe ich aber gar nicht gesehen. Dachte, ich kann nur immer wiederholen, dass die gegnerischen Namen, die jetzt hier im Replay angezeigt werden, im Spiel nicht sichtbar sind. Da ist ein T34. Ah. Der wusste aber, wo ich bin. Mist. Was hat er mir da ausgeschaltet? Irgendwas ist zerstört gewesen an meinem Panzer. Oder habe ich ihn zerstört? Ich glaube, ich habe ihn zerstört. Ja, ich habe ihn rausgenommen mit dem Schuss. Da rechts kommt noch ein T34. Oh, mit dem Bären. Mit dem Bern der Roten Armee. Na, der ist abgeprallt. Scheiße. Ja,
Mist, ich habe mich bewegt. Jetzt hat er. Ne, immer noch nicht. Fahrerluke habe ich nicht getroffen. Ist der Winkel zu steil? Jetzt hat er mich gesehen und hat mich rausgenommen. Da sehen wir es. Da kommt die Granate. Er durchschlägt eine meiner am stärksten gepanzerten Stellen. Das ist sehr interessant. So. Aber auf dem Hetzer habe ich genug Gutscheine. Punkte hatte ich bisher auch genug. Also wieder rein. Wieder Richtung Plateau bewegen, aber aufpassen. Das sieht gerade sehr ungünstig für uns aus. Das Gefecht scheint auch nicht mehr sehr lange zu laufen. So, hier ist freie Ebene. Die Gegner sind überall. Wir haben gerade noch gesehen, dass die Amerikaner mit bei uns auf der Seite kämpfen. Das heißt, wir haben es nur mit gegnerischen Rotarmisten zu tun. Ja, ich sehe hier nichts. Punkt B wird attackiert. Da fährt ein KV-2, Entschuldigung. Ich hoffe, die Aufnahme macht noch mit. Ah, kurz unterbrochen, wieder angesetzt hier. Damit der Aufnahmestopp nicht wieder anspringt. Ja, wir befinden uns im Endkampf. KV-2 wird da behakt. Ich möchte eigentlich wieder zurück zu meinem Plateau. Ecke luken. Na, ich habe Glück, da sind auch zwei von meinen. Baum im Weg. Dann quillen wir uns wieder hier hoch. Einmal wieder unten auch da in die Gasse reingucken. Nicht, dass da einer steht und mir von hinten einen reinwirkt. So aus. Wir haben alle drei Points, das ist sehr gut. Muss mal eben kurz in die nein. Hier kann man es sehen. Hier geht der Hügel weiter hoch. Das heißt, meine Seite ist da gedeckt. Ah, hier. Da bin ich weiterhin gedeckt. Da kommt ein T-34-85 und noch ein T-34. Da oben wird hingefeuert bei der Burg. Da steht ein T-34. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Er hat mich getroffen. Frage ist, ob er mich gesehen hat. Ich glaube nicht. Der ist weg. Mehr Hilfe kann ich den M10 da oben nicht geben. Punkt A wird angegriffen. Ah, kommt ein feindlicher Flieger. Das ist doof, dass das MG32 oder MG42, was hier auf dem Headstar montiert ist, ich glaube, das ist das MG42 sogar, dass ich das nicht benutzen kann.
Interessant ist auch, dass beim Panzer 35T das MG zu benutzen ist, beim 38T nicht. Ah, da fährt wieder einer. Da kommt auch einer die Straße lang, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mich auf den vorderen konzentriert, der da lang fährt. Ja, zu spät geschossen. Ja, er sieht mich. Feuert, macht aber nichts. Ich habe zu tief gefeuert. Er muss nach. Ah, die Kette ist runter bei ihm. Er ist zerstört. Gegner versuchen trotzdem Punkt B weiter zu attackieren. Da hinten der T-34-85, ich habe ihn nicht gesehen, sonst hätte ich eventuell noch auf ihn gewirkt. Jetzt fährt er da lang. Ah, hier vorne war auch einer, ich habe mich mehr auf den konzentriert. Ja, das war's. Ich glaube, 7 Abschüsse, eine Abschusshilfe, einmal gestorben. Das war bisher das beste Gefecht auf den Hetzer. 7 Abschüsse, eine Abschusshilfe. Einmal gestorben, Platz 2. Um einmal dieses Tiersystem zu erklären. Wir haben hier das Sonderkraftfahrzeug 6-2. Es ist hier Stufe 2 angegeben. Es hat aber eine. Ja, kann ich schlecht drauf gehen. Wenn wir uns das da angucken, da steht Kampfleistung 3.0. Der Marder 3H 3.0. Panzerbefehlswagen 4 4.7 Kampfeinstufung. Das heißt, er wird auf das Tier 4.7 hochgezogen. Genauso wie der Hetzer 4.7 und der Jagdpanzer 4. Ebenfalls 4.7. Dann gehen wir mal eben ins Low-Tier-Bereich. Wir sehen hier Stufe 1 Flieger. Stufe 1 Panzer, Stufe 1 Flak und noch ein Stufe. Der 38T hat eine Einstufung von 1,3. Der Flakpanzer von 1,3. Der Panzer 4C 1,3. Der Jäger 1,3. Und der 35T hat eine Einstufung von 1,0. Es wird immer das höchste Fahrzeug im Deck genommen. Das wollte ich nur eben nochmal erklärt haben. Genau. Panzerjägerabteilung. Hetzer. So. Munition, Munition, das ist korrekt. Da ist das Funkgerät, das stimmt. Der Kommandant war auch gleichzeitig Funker. Der Kommandant hat aber hier gesessen, hinter dem Ladeschützen, weil hier ist nämlich die Visiereinrichtung, dass der Kommandant nach hinten rausgucken konnte. Diese Sitzanordnung ist inkorrekt. Fahrer ist richtig, Richtschütze ist richtig. Der Kommandant hat hier nicht gesessen. Der Kommandant hat hier gesessen. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem ersten Kfz-VG War Thunder Video und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bye.